Ja, nach dieser tollen Einlage von unserem Chor, unserer Band, will ich ein sehr praktisches Wort über Glaube hilft in Krisenzeiten bringen. Ich will auch darüber reden, wie Gott mein Leben verändert hat. Vom Atheisten, vom sehr hasserfüllten und sehr verletzten Mann zu jemandem, der wirklich verändert worden ist durch die Liebe unseres Schöpfergottes. Jesus nennt ihn den Vater im Himmel. Und ich habe ja in der Einleitung schon gesagt, wir sind in Krisenzeiten seit März 2020, die Corona-Krise, jetzt 2 Jahre. Und jetzt hat auch noch ein Krieg begonnen. Ja, wer hätte das gedacht? Und es scheint immer weiter zu eskalieren. Und ich glaube, dahinter stecken noch ganz andere böse Mächte, weil Jesus sagt im Neuen Testament, die Wurzel von allem Bösen ist die Geldliebe, nicht das Geld. Du kannst mit dem Geld Gutes tun, deinen Kindern Geschenke kaufen, gute Dinge tun, aber du kannst auch Kriege führen, stimmt das? Und viele verdienen daran. Aber in diesen Krisenzeiten brauchen wir wirklich Ermutigung und Glauben, um dahin durchzukommen. Jesus nennt das in Matthäus 24 Endzeit. Und dass auch ein Endgericht kommen wird über alle Nationen und Völker. Und Gott ist ein gerechter Gott. Er wird alle Bosheit, alle Schuld, alle Schlechte unter ein Gericht bringen. Weil Gott hat uns ein Gewissen gegeben. Hast du, wenn du was Schlechtes gemacht, ein schlechtes Gewissen erlebt? Hast du das erlebt? Das ist, wie Gott uns gemacht hat. Er hat Ewigkeit in unsere Herzen gegeben. Und wir können unterscheiden, ob etwas gut und richtig ist oder ob etwas falsch ist und zerstörerisch und verletzend. Aber wir haben oft nicht die Kraft, richtig zu leben. Wir machen oft das, was wir hassen, das, was uns nicht gut tut. Und dann bereuen wir es. Und dann werden wir depressiv. Und dann machen wir uns Vorwürfe. Und Jesus sagt in Matthäus 24, das erste Evangelium im Neuen Testament, erschreckt nicht, fürchtet euch nicht in diesen Krisenzeiten. Seid nicht voller Furcht, weil wenn wir uns fürchten, dann bist du wie gelähmt. Dann kannst du nicht mehr nachdenken. Sondern die ganze Bibel sagt, wir sollen auf Gott vertrauen. Wir sollen zu Gott beten, der allmächtig ist. Und weil er uns liebt, hört er auf unsere Gebete. Meine Frau Suni und ich sind jetzt seit 30 Jahren verheiratet. Wir haben Hunderte und Hunderte von Wundern erlebt. Ihr seid ein Wunder für uns, dieses Festival. Alles, was wir hier machen, der Chor, die Band, die wir gehört haben, das ist alles aus Gebet entstanden. Und Gott hat Herzen bewegt. Und alles ist möglich, dem, der glaubt. Aber du fragst jetzt vielleicht, ja, warum soll ich mich nicht fürchten? Warum soll ich mich nicht sorgen in diesen schwierigen Zeiten? Wie kann denn das gehen? Durch Glauben. Du musst glauben. Ich habe vorhin mit jemandem gesprochen, der sagte, ich glaube gar nichts. Da musste ich ihm gleich widersprechen. Ich habe gesagt, du glaubst. Du glaubst, dass du auf dieser Bank sitzen kannst und sie nicht zusammenbricht. Du glaubst, dass Bier gut schmeckt. Er trank Bier. Er sagt, ja, das glaube ich. Habe ich gesagt, du bist ein Gläubiger, dass Bier gut schmeckt. Du glaubst daran, dass du den Tag überleben wirst. Sonst hättest du gar nicht dein Haus verlassen, wenn du glauben würdest, du würdest heute sterben bei einem Autounfall. Gott hat alles mit Glauben, für Glauben geschaffen. Aber die Frage ist, was glaubst du? Das ist die Schlüsselfrage. Woran glaubst du? Manche Menschen glauben nur an sich selbst. Aber das ist ein schwacher Glaube, weil du kannst krank werden, stimmt das? Du kannst versagen. Du kannst erleben, dass deine Ehe zerbricht, Beziehungen zerbrechen, deine Firma kaputt geht. Und viele zerbrechen daran, wenn der Glaube nur du selbst bist. Du kannst an Karriere glauben, an viel Geld verdienen, habe ich früher auch. Aber das sind alles Dinge, die sind nur zeitlich, die können in Krisenzeiten kaputt gehen.
Und der stärkste Glauben, den du haben kannst, ist an Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde. Und ich sage dir, ich war früher Atheist. Ich bin in Krise 1985 zum Glauben gekommen in Hamburg. Ich habe Gott abgelehnt, Kirche abgelehnt. Ich habe sogar Kirche gehasst, weil es mir nichts gegeben hat. Und damals war die Kirche in der Friedensbewegung 80er Jahre sehr politisch. Und das hat mich überhaupt nicht angesprochen, weil ich wollte, wenn ich in die Kirche gehe, dass mein Glaube aufgebaut wird, dass ich etwas für das Leben lerne. Aber der stärkste Glauben, den du haben kannst, ist an Gott, der dich im Mutterleib gewollt hat und geschaffen hat. Weißt du, dass deine Gaben und Talente einmalig sind? Du und ich, wir haben ein unbegrenztes Potenzial. Aber sehr oft gibt es Hindernisse und da brauchen wir Kraft und Weisheit Gottes, die aus dem Weg zu räumen. Aber Gott hat dich geschaffen und mich, damit wir ein Segen für viele andere Menschen sind. Der Sinn des Lebens ist nicht, dass ich egoistisch nur für mich lebe. Hörst du das? Das ist ein langweiliges Leben. Meine Frau Suni und ich haben auch ein weiteres christliches Werk, Christus für Europa, aufgebaut, eine Trainingsorganisation. Und wir dienen Kirchen und Gemeinden mit Training in ganz Deutschland, Schweiz, Österreich. Und das ist aus Gebet entstanden. Und wir erleben dadurch, dass wir Menschen trainieren können, ihre Gaben und Berufung zu nutzen, anderen zu dienen. Also der stärkste Glauben ist, dass Gott dich liebt, dass Gott dich segnen will. Hörst du das? Glaubst du, dass Gott gute Pläne und gute Gedanken über dich hat? Das hat er, das ist wahr. Und er will eine Beziehung mit dir. Er will dich nur segnen und deine Gebete hören und dein Leben bauen. Wie kann das passieren? Es gibt eine Tür zu einem heiligen Gott. Gott ist heilig. Moses hat auf dem Berg Sinai die 10 Gebote empfangen. Und da kam Gott in einem Erdbeben, in einem Feuer. Und jeder, der Gott sah, musste sterben, weil Gott ist heilig. Und kein Mensch kann direkt zu Gott kommen, weil wir sind alle schuldig vor einem heiligen Gott. Wir sind alle Sünder und ungerecht. Also wie können wir zu Gott in eine Beziehung kommen? Die gute Nachricht ist, es gibt eine Tür. Und diese Tür hat Gott gesandt, indem er Jesus Christus auf die Erde gebracht hat. Gott wurde Mensch. Gott ist auf die Erde gekommen und er hat Jesus Christus, den Sohn Gottes, der einzig geborene Sohn Gottes, heißt es im Lukas-Evangelium Kapitel 1, der in der Jungfrau Maria durch Gottes eigenen Geist, ohne den Samen eines Mannes, wurde Maria schwanger von Gott selbst. Und darum sagt der Engel Gabriel, darum wird das Heilige, das in ihr auf die Erde kommt, Sohn Gottes genannt werden. Und Jesus war ohne Sünde. Er hat die Kranken geheilt, er hat Tote auferweckt, er hat Blinde sehend gemacht. Und wir erleben das auch heute. Wir erleben, dass Gott heute durch den Heiligen Geist Kranke heilt. Und Jesus hat uns gezeigt, wie wir unseren Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Aber Jesus kam nicht nur, um Kranke zu heilen und Menschen von Süchten und Gebundenheiten zu befreien. Er kam zu sterben, einen stellvertretenden Opfertod für dich und mich am Kreuz. Er kam, um deine Sünde und meine Sünde und dein und mein Gericht auf sich zu nehmen vor 2000 Jahren. Damit wir frei sind von aller Sünde und Schuld. Damit wir keine Furcht vor dem Tod mehr haben müssen. Ich habe seit 37 Jahren keine Todesangst mehr. Weil ich weiß, ich bin mit Gott versöhnt durch Jesus Christus. Und Gott hat mir ein neues Herz, ein neues Leben gegeben. Also Jesus starb am Kreuz, damit du mit Gott versöhnt bist. Das Kreuz ist die Tür in den Himmel. Hörst du das? Und die Tür ist offen. Und du kannst und musst
keine Werke tun, um für deine Seele zu bezahlen. Das kannst du niemals tun. Der Preis für deine und meine Seele hat Gott selbst bezahlt durch das Lamm Gottes, das ist Jesus Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat. Und so ist das ein neuer Bund im Blute Jesu. Das Neue Testament, ihr kennt ein Testament. Ein Testament gilt erst, wenn der gestorben ist, der es gemacht hat. Stimmt das? Wenn du ein Testament von deiner Mutter, von deiner Tante oder Onkel hast, dann kannst du erst Erbe werden, wenn der Testamentar gestorben ist. Und Jesus Christus am Kreuz gestorben, damit wir Erben des Himmels werden und Erben aller Segnungen und Zusagen Gottes im Alten und Neuen Testament. Es gibt über 7000 Verheißungen Gottes und sie gehören dir und mir, wenn wir in Beziehung mit Gott durch Jesus kommen. Heute werden Kreuze als Schmuckzeichen getragen. Das war das brutalste Tötungsinstrument der Römer. Ihr habt ja Bibelfilme gesehen, richtig? Und da wurden Menschen getötet. Nägel wurden in ihre Hände und Füße getrieben von römischen Soldaten. Und in Gottes Sohn selbst, Jesus Christus, hat gelitten für dich und mich. Nägel wurden in seine Hände getrieben. Er hätte Engel Gottes rufen können, als er vor Pilatus stand. Er hat es nicht getan, aus Liebe zu mir, aus Liebe zu dir. Und dann wurde er aufgerichtet. Und er hat gesagt, wenn der Sohn des Menschen von der Erde erhöht ist, werde ich alle Menschen zu mir ziehen. Und Gott hat mich gezogen. Er zieht dich. Er zieht die ganze Menschheit. Mittlerweile über 2 Milliarden Christen weltweit. Und wir haben 2022 nach Jesus Christus. Weil Gott einen Neustart, ein Reset mit der Menschheit gemacht hat durch seinen Sohn. Eine neue Menschheit zu schaffen, deren Herzen und Seele gereinigt ist. Und das kann kein Mensch. Jesus hat gesagt, warum ist heute das Kreuz ein Schmuckzeichen? Mein Kameramann trägt ein Schmuckzeichen. Dreh dich doch mal kurz, Alfonso. Turn to them. No, no, not the camera. Not the camera. Du, du. Er trägt Kreuz als Schmuckzeichen. Warum? Weil das Kreuz das wunderbarste Zeichen ist, wo Gott die Menschheit mit sich versöhnt hat, wo er uns erlöst und gerettet hat in Ewigkeit. Darum hat Jesus gesagt, ich bin das Brot des Lebens, das vom Himmel auf die Erde gekommen ist. Wenn du im Treibsand steckst, ihr habt das schon gesehen, es gibt Treibsand, du fällst da hinein und du kommst allein nicht mehr raus. Der Treibsand zieht dich immer tiefer, bis du unter dem Treibsand bist und erstickst und stirbst. Und du brauchst deine Hilfe von außen. Und Sünde, Missbrauch, ich habe das selbst erlebt, Missbrauch, Ablehnung, Verletzung, Traumata, das ist wie ein Treibsand, der dein Selbstbild kaputt macht, der dich in Todessehnsucht bringt, dass man nicht mehr weiß, warum soll ich überhaupt noch weiterleben. Kennst du das? Und das ist ein Treibsand. Aber die Bibel sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und wenn du Jesus heute Nachmittag, heute Abend anrufst, dann ergreift er deinen Arm und er zieht dich mit der Kraft Gottes aus diesem Treibsand. Und er stellt dich auf einen Felsen. Und das ist der Fels der Ewigkeit. Das ist Gott selbst. Er sagt, ich stelle dein Leben auf einen Felsen, und wenn Stürme und Winde kommen, wirst du nie wieder erschüttert werden. Es gibt eine Geschichte von Abraham Lincoln, der war Präsident in den USA, der war bei einer Sklavenauktion und er sah, wie ein junges 16-, 17-jähriges Mädchen zum Verkauf gebracht wurde, auf das Podest der Sklavenhändler. Und er hatte Mitleid und Erbarmen mit diesem 16-jährigen Mädchen. Und er entschied sich, das Mädchen zu kaufen. Und dann kam das Mädchen völlig verängstigt, weil sie hatte Angst. Werde ich jetzt vergewaltigt? Werde ich sexuell missbraucht? Werde ich den Rest meines Lebens von diesem bösen Mann misshandelt? Und dann kaufte Abraham Lincoln sie. Und als das Mädchen zitternd zu ihm kam, sagte er, hier ist dein Kaufbrief. Du bist frei.
Halleluja. Er hat das Mädchen nur gekauft, um ihr die Freiheit zu geben. Und wisst ihr, was das Mädchen gesagt hat? Es hat gestaunt. Es hat gesagt, warum machst du das für mich? Warum zeigst du mir diese Liebe, dieses Erbarmen? Und er sagt, weil du im Ebenbild Gottes geschaffen bist. Weil ich an Gott glaube, weil ich Gott fürchte. Und dann hat das Mädchen gesagt, wenn das so ist, dann werde ich den Rest meines Lebens bei dir bleiben und dir dienen. Also sie hat entschieden, freiwillig bei einem Mann mit solcher Liebe zu bleiben. Und genau das Gleiche hat Jesus für dich und mich gemacht. Er hat den Schuldbrief gelöscht, der gegen uns war. Und er hat uns freigekauft von Satan, Tod und Sünde. Er hat es besiegt in Ewigkeit. Ich möchte kurz mein Zeugnis geben. Ich bin in Hamburg aufgewachsen, an die Schule gegangen. Am Gymnasium Hegen habe ich mein Abitur gemacht. Interessanterweise dasselbe Gymnasium, wo unser Bundeskanzler Olaf Scholz 7 Jahre vor mir Abitur gemacht hat. Am Gymnasium Hegen, könnt ihr googeln. Da wollte ich damals Politiker werden. War sehr in Politik engagiert, aber in einer anderen Partei als unser Bundeskanzler. Aber ich war sehr depressiv. Ich war Atheist, ich war in Okkultismus verstrickt, viele Süchte, auch sexuelle Süchte und Gebundenheiten, viele Dinge, die mich kaputt machten. Und ich war immer voller innerem Schmerz. Und ich habe gesagt, wofür lebe ich? Das ergibt keinen Sinn. Und dann habe ich eine Vision gesehen, mein Leben mit 20, 30, 40, 50, 60, 70 Jahren. Und in dieser offenen Vision habe ich in meinem Geist gesehen, dass ich zwar viel Geld verdient habe, einflussreich war, aber ich war mehrfach geschieden. Meine Kinder waren auf den Straßen, haben Drogen genommen und ich war todunglücklich und wollte sterben in dieser Vision. Und dann habe ich gesagt, Hilfe, ich brauche Gott. Und dann habe ich mit meiner Mutter am Frühstückstisch, ich war 19 Jahre alt, darüber gesprochen und sie sagte, komm doch mit mir in die evangelisch-lutherische Kirche. Und das habe ich gemacht. Und dann habe ich eine Jugendgruppe begonnen als Atheist. Da waren 20 Jugendliche. Die waren alle nur in der Friedensbewegung. Da ging es nicht um Jesus, um die Bibel. Aber ich habe mit denen das Neue Testament gelesen und habe mit ihnen solche Texte gelesen, wo Jesus sagt, ich bin das Wasser des Lebens. Wer von mir trinkt, wird nie wieder dürsten. Ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, wird nie wieder hungrig sein in Ewigkeit. Und ich bin die Tür ins ewige Leben. Und da habe ich die jungen Leute gefragt, wo ist denn dieses Brot? Wo ist das Wasser? Wie kriege ich das? Und die haben alle angefangen, mit mir Gott zu suchen. Und die haben alle angefangen, die Bibel zu lesen. Ich habe damals eine Bibel gestohlen aus dem Keller unserer Parteizentrale. Das ist diese Bibel hier. Und durch diese Bibel bin ich zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Die habe ich jahrelang gelesen. Die ist schon ziemlich verbraucht. Und das ist eine gestohlene Bibel, durch die Gott mir begegnet ist. Und dann bin ich in einen Gottesdienst, Petrikirche an der Alster gegangen. Da waren über 1000 Menschen im Gottesdienst. Und da war ein Pastor, Wolfram Kopfermann, einer der bekanntesten Pastoren in Deutschland. Und dessen Predigten wurden jeden Sonntag aufgenommen. Das hat mich zutiefst getroffen. Und dann habe ich das ganze Neue Testament durchgelesen, weil ich hatte Hunger nach Wahrheit. Ich hatte Hunger nach Beziehung zu Gott. Und dann habe ich erkannt, Jesus ist heilig. Wie kann ich jemals zu diesem heiligen Jesus kommen? Gott ist heilig und vollkommen. Wie kann ich zu diesem heiligen Gott kommen? Ich bin ein Sünder. Ich habe so ein Sündenbewusstsein gehabt, was ich alles falsch getan habe, wo ich gestohlen habe, gelogen habe, betrogen habe, andere geschlagen habe. Und dann habe ich versucht, mich zu verändern. Ich habe gesagt, ich möchte Gott annehmen. Ich will Jesus annehmen. Aber ich muss mich zuerst verändern. Und wisst ihr was? Ich konnte mich nicht verändern. Überhaupt nicht. Ich bin völlig daran gescheitert. Ich konnte es nicht. Und dann habe ich eines Tages in einem Grundkurs des Glaubens gehört, in der lutherischen Kirche in Hamburg, du kannst zu Gott kommen, wie du bist. Mit all deinen Schwachheiten, mit all deiner Schuld, mit all deinen Fehlern, mit all deiner Sünde, komme zu Jesus, wie du bist. Er nimmt dich so an, wie du bist. Er hat den Preis für dich bezahlt. Und wisst ihr was? Da bin ich gelaufen in die Arme Gottes.
Da habe ich die Liebe Gottes gesehen zu mir. Ich habe gesehen, wow, so sehr liebt Gott mich. Er verdammt mich nicht, er verurteilt mich nicht. Er hat nur Vergebung für mich. Er bedeckt meine Schuld und Sünde durch seinen Sohn Jesus Christus, durch das Blut Jesu. Und das sage ich dir heute, Jesus starb für dich persönlich am Kreuz. Und wenn nur ein Mensch auf der Erde gewesen wäre, du, wäre für dich gestorben, weil er dich so sehr liebt. Und du kannst zu ihm so kommen heute, wie du bist. Und Jesus sagt in seinem Wort, siehe, ich mache alles neu. Das ist gewaltig. Brauchst du einige Dinge in deinem Leben, die neu gemacht werden müssen? Vielleicht Heilung deiner Gefühle, dein Selbstbild, dein Herz, dass du geheilt wirst von Schmerzen, dass statt Depression Freude ist und Frieden. Das ist, was Jesus sagt. Siehe, ich mache alles neu. Er heilt dein Herz, dein Selbstbild, sodass du sagen kannst, ich bin geheilt, ich bin neu gemacht. Gott ist mit mir, er liebt mich. Und dann kommt eine Kraft in dich, aus der du anderen Menschen dienen kannst. Ich glaube, dass Jesus heute an deiner Herzenstür steht. Er sagt, ich stehe an deiner Tür heute und klopfe an. Und wenn du mir aufmachst, komme ich herein in dein Leben, um Gemeinschaft mit dir zu haben. Und Gott will dir seinen Heiligen Geist geben, den Geist Gottes. Der ist Pfingsten vor 2000 Jahren ausgegossen worden. Jesus sagt, jeder, der an mich glaubt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und die klügste Person des Universums ist seit 37 Jahren in meinem Leben. Das ist der Geist Gottes. Und er gibt dir Weisheit für Entscheidungen. Er führt und leitet dich, welchen Weg du gehen sollst, wie du eine Firma aufbaust, wie du durch Krisenzeiten durchkommst, wie du deine Gaben nutzt. Gott selbst wird dein Berater durch den Heiligen Geist. Und Pfingsten fragten die Menschen, als Petrus predigte, in Apostelgeschichte 2, was sollen wir denn jetzt tun? Petrus sagte, den ihr gekreuzigt habt, ist auferstanden von den Toten, er ist aufgefahren, er sitzt zur Rechten des Thrones Gottes. Von da schaut Jesus heute auf uns. Seine Engel sind um uns, mit uns. Nicht mehr Jesus ist auf der Erde, aber der Heilige Geist. Und Petrus predigte, am Ende der Tage wird Gott seinen Heiligen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und ihr werdet Visionen und Träume von Gott haben. Und dann fragten die Menschen, was sollen wir denn jetzt tun? Und Petrus sagte, tut Buße, denkt um, kehrt um von eurer Schuld und Sünde zu Jesus, er vergibt. Und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Halleluja. Und dann nimmt Gott Wohnung in deinem Leben, in Ewigkeit. Und er versiegelt dich auch. Dein Name wird im Himmel aufgeschrieben, im Buch des Lebens. Ich weiß, dass Gott mich beim Namen gerufen hat. Ich bin sein Eigentum. Ich bin in Gottes Hand seit 37 Jahren, jeden Tag. Und das will Gott für dich tun. Ich habe jetzt ein Angebot für dich. Ich möchte dir anbieten, mit dir zu beten, dass du durch diese Tür, die Jesus ist, das Kreuz, wo Gott den Preis für deine ewige Seele bezahlt hat, dass du mit mir betest und sagst, Vater Gott, ich möchte deinen Sohn Jesus annehmen. Ich glaube, er ist am Kreuz für meine Sünde gestorben. Und ich möchte ewiges Leben und Versöhnung mit Gott haben. Und wenn du das möchtest, das ist die wichtigste Entscheidung auf der Erde. Es gibt einen Prediger, Bayless Conley, der ist auf Bibel TV zu sehen, in vielen Fernsehsendern. Wir haben 10 Jahre auch seine Fernseharbeit aufgebaut. Bayless Conley sagt immer ein sehr gutes Wort. Die Erde ist der Ankleideraum für den Himmel. Die Erde ist der Vorbereitungsraum für den Himmel. Du hast diese Chance nur einmal. Und wenn du durch die Tür gehst, reinigt Gott dein Herz, deine Seele und er gibt dir ein Gewand der Gerechtigkeit. Halleluja. Und das ist, was du erlebst. Und ich möchte jetzt euch fragen, Jesus steht an deiner Tür, Gott sieht dich jetzt. Wenn du möchtest, dass ich mit dir bete,
Glaube handelt immer. Gott sieht dich da, wo du jetzt bist. Und es ist auch kein Zufall, dass du heute hier bist. Es ist kein Zufall, dass wir heute hier sind. Wenn du sagst, ja, ich möchte mit dir beten, Markus, ich möchte durch die Tür in das ewige Leben, dann hebe doch deine Hand. Ich zähle jetzt mal mit drei. Und die Bibel sagt, wer immer mich vor den Menschen bekennt, vor dem werde ich mich bekennen, vor meinem Vater im Himmel und den Engeln Gottes. Wer sich aber schämt meiner, vor dem werde ich mich eines Tages schämen, vor meinem himmlischen Vater. Also ich zähle jetzt mal bis drei und lass uns mal nicht so hier herumschauen. Schau jetzt wirklich auf das Kreuz, wo Jesus für dich starb. Und dann hebe deine Hand. Eins, zwei, drei. Heb doch einmal die Hand, wenn du mit mir beten willst. Ich sehe die Hände. Gott segne dich. Gott segne dich. Gott sieht deine Hand. Gott ergreift deine Hand bereits jetzt. Auch dort auf der Wiese. Hebt eure Hand, wenn du durch die Tür gehen willst, die des Kreuzes. Und dass du sagst, ich will, dass Satan, Sünde und Tod in Ewigkeit besiegt ist. Amen. Amen. Wenn du deine Hand hättest heben sollen, kannst du das Gebet jetzt mitbeten. Und ich möchte mit euch jetzt ein Gebet beten, das ich mit vielen, vielen hunderten Menschen gebetet habe, das ich gebetet habe in Hamburg und wo ich komplett neu geworden bin, weil Gott ist in mein Leben gekommen. Betet mir das jetzt laut mit, mach das zu deinem persönlichen Gebet und Gott wird dir begegnen. Gott wird all deine Sünde löschen, was du jemals Schlechtes durch Worte, durch Taten getan hast. Lass uns beten. Bete mir nach. Himmlischer Vater, ich komme jetzt zu dir. Und ich bekenne die Wahrheit, ich habe gesündigt. Ich bin ein Sünder. Und ich komme jetzt zu dir, Jesus. Ich glaube, dass du am Kreuz gestorben bist für meine Sünde. Ich glaube, dass du auferstanden bist von den Toten. Dass du aufgefahren bist in den Himmel. Ich danke dir, dass du den Preis für mich bezahlt hast. Vergib mir alle Schuld und Sünde. Reinige mein Herz durch dein kostbares Blut und durch den Heiligen Geist. Und Jesus, ich öffne jetzt mein Herz für dich. Komm in mein Leben. Sei mein Herr und mein persönlicher Erretter. Und ich entsage Satan, Sünde und Tod und allen Finsternismächten in Jesu Namen. Ich danke dir, dass ich ewiges Leben habe als Geschenk, weil du am Kreuz für mich gestorben bist. Und jetzt wollen wir Gott bitten, dass er den Heiligen Geist in dein Leben gibt. Amen. Bitte einfach Gott Vater, der Heilige Geist ist Gottes eigener Geist. Bitte ihn, dass er in dein Leben kommt und dass er dein Lehrer ist, der dich in die ganze Wahrheit führt. Jesus sagt, ich sende den Geist der Wahrheit, er wird euch die ganze Wahrheit lehren. Vater, ich bete dich jetzt, fülle mich mit dem Heiligen Geist. Fülle mein Herz, Geist Gottes, und heile mein Herz durch deine Kraft. Wenn du Missbrauch erlebt hast, Ablehnung, bitte Gott um Heilung deines Herzens. Jesus sagt, ich bin gesalbt, gebrochene Herzen zu heilen. Und Jesus, wir danken dir jetzt für Heilung von Herzen. Heiliger Geist, komm jetzt mit einem mächtigen Strom deiner Kraft und Gnade. Komm jetzt. Und mache wirklich Herzen heil, Selbstbilder heil. Zeig uns, wie du uns siehst. In Jesu mächtigem Namen. Amen. Gott will dir eine Gewissheit geben, dass du weißt, ich bin gerettet. Ich habe ewiges Leben. Die Bibel nennt das Heilsgewissheit. Du musst wissen, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, ich komme in den Himmel, weil deswegen ist Jesus gestorben. Wenn du das nicht weißt, dann bist du in einer sehr gefährlichen, schlechten Position. Weil Gott will,
dass wir mit ihm in Beziehung versöhnt leben. Und du kannst Gewissheit haben, dass du ewiges Leben hast und dass du zu Gott in den Himmel kommst. Amen. Wer hat das? Kann ich mal eure Hände sehen? Wer hat Gewissheit, dass wenn er stirbt, zu Gott in den Himmel kommt? Du brauchst diese Heilsgewissheit. Ich bete, dass Gott dir das schenkt. Ich möchte euch auch hinweisen, kommt sonntags 11 Uhr. Wir haben Einladung für unsere Gottesdienste in der Warnitzer Straße 11. Du brauchst eine liebevolle Gemeinde. Du brauchst eine geistliche Familie. Wir haben starke Gottesdienste. Wir singen moderne Lieder, immer eine lebensnahe Predigt, gute Gemeinschaft. Und dann haben wir sonntags immer ein Mittagsbuffet um 12.30 Uhr. Tolles Essen. Wir essen zusammen. Immer verschiedene Leute kochen aus unserer Gemeinde. Also nimm dir Handzettel mit. Komm Sonntag 11 Uhr in unsere Gottesdienste. Und auch mittwochs, jeden Mittwoch Gesprächsabend mit Thema Austausch und Essen. Jetzt werden wir den Chor nochmal hören. Und mit Chor Roben. Wow, das sieht gut aus, oder? Lass uns noch mal einen Applaus für den Chor geben. Wenn du heute Jesus angenommen hast, fülle die Kontaktkarten aus, schreibt das drauf, geht auch zum Büchertisch, nehmt euch neue Testamente kostenlos mit. Wie gesagt, das hat mein Leben verändert, diese gestohlene Bibel. Weil da ist Gottes Plan für unsere Errettung und Beziehung zu Gott drin. Lass uns den Chor genießen und dann hören wir nachher auch noch ein Grußwort. Ich habe gerade gesehen, Professor Martin Petzold ist da, der im Berliner Abgeordnetenhaus ist. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Und ihm ist auch sehr wichtig Familie und Gemeinschaft und Beziehung in den Kiezen in Berlin.